Gehen Sie bitte ab. Ja, so ganz hell Zeit. Ja, bitte. Also, ciao. Morgen. Danke.
achter Monat. Achter Monat? Sechster Monat. 3 Monate und 12 Tage. Oh, verstehe. Ja, und Sie? 15 Tage. Ah ja, okay. 238 Stunden. Ja. Scharf. Ja. Sie sind also Frau Scharf. Jo. Leikauf. Guten Tag, Frau Leikauf. Ich bin Beraterin der NCC New Challenge Company. Sie haben sich für unsere erste Begegnung just unser wöchentliches informelles Treffen ausgesucht. Gut, sehr gut. Jo, sehr gut. Haben Sie schon was? Nö, hab ich noch nicht, ne? Oh ja, vielen Dank. Ach, die oberste Etage. Wir hatten ein sehr, sehr intensives Gespräch und wir haben alles nochmal durchgesprochen, auch was so meine Probleme im Arbeitsbereich betrifft, über der Security. Und ich soll mich ja nun heute bei Ihnen kundig machen, inwieweit wir einen Synergieeffekt zwischen Ihrer und meiner Arbeit herstellen können. Nun, im Groben wissen Sie natürlich Bescheid. Ja, im Groben, aber Sie müssen mir das nochmal ein bisschen genauer erklären, das mit Ihrer NCC. Das lag ja am Schluss ziemlich abrupt auf dem Tisch, ne? Deswegen sind Sie ja da, klar. Ja, ich sag meinen Mitarbeitern ja auch mal, Sie müssen mit der Lupe hinschauen. Der Teufel, der steckt ja bekanntlich im Detail, ne? Und daran halte ich mich natürlich auch. Frau Schacht. Ja, ja. Genau. Die NCC ist eines der größten Outplacement-Unternehmen am Markt. Das sichert uns einen Marktvorsprung und Know-how und wichtiger noch eine einzigartige, optimale Vernetzung. Oh, verstehe. Wir haben Partner in 22 Ländern. Wir können unsere Klienten all over the world vermitteln. Neben den Ländern der EU, Kenia, Japan, Mexiko, just name it. Oh. Was so alle Damen und Herren hier verbindet ist, Sie sind vom Verlust des Arbeitsplatzes betroffen und erwarten von uns eine optimale Unterstützung bei der Karrierefortsetzung in einem anderen Unternehmen. Die dort, die sind alle auf der Straße. Hier ist jeder in der gleichen Lage. Oh, das kommt ja heutzutage mal öfter vor, ne? Was leistet unsere Organisation und wie tut sie es? Als wir unsere Tätigkeit in Germany aufnahmen, waren wir ein Nischenprodukt in einer intakten Arbeitswelt. Zwar war die Hochkonjunktur am Abbruch, aber in den Köpfen des mittleren und höheren Kaders gab es kaum einen Gedanken an den eventuellen Verlust des Arbeitsplatzes. Und wir reinvestieren ja auch massiv, gerade wieder 1200 Stellen abgebaut, allerdings nicht in meinem Bereich wegen der Sicherheit. Ja. Jo, einzelne Fluktuation, allenfalls. Ah ja. Jo. 1986 vermittelten wir ganze 15 Herren. Waren bereits zwei Damen unter den Herren. Oh. Heute haben wir mehr als 9000 Klientinnen und Klienten per annum. Und wir haben unsere Tätigkeit auch auf nicht deutlich qualifizierte Arbeitsplätze aus dem unteren Segment ausgedehnt. Wir bieten 3-tägige Crashkurse für eine berufliche Neuorientierung im Low-Salary-Bereich an. Die doch, ne? Nein. Die Damen und Herren haben der Leitungsebene angehört. Oh. Top Dogs. Ihre Preisklasse, wenn ich das mal auf Platz sagen darf. Ich musste ja selber Mitarbeiter entlassen. In dieser Datenaffäre haben wir 1000 Stellen abgebaut. Wir waren zum Teil richtig gute Leute dabei. Das ist schon seit Jahren im Unternehmen. Aber man zahlt. Als Führungskraft muss man einfach drüber stehen. Ich muss sagen, Frau Schaaf, Chapeau. Aber eigentlich schützt es Sie. Entscheidend für unsere erfolgreiche Arbeit ist, dass sie immer und in jedem Fall vom ehemaligen Arbeitgeber finanziert wird. Wir berechnen ganz bewusst eine Pauschale, denn so haben wir ein vitales Interesse daran, unsere Klienten schnell zu platzieren und optimal. Also, den da, ne? Den gebe ich ja keine Chance. Die sind ja viel zu unflexibel und zu teuer. Sagen Sie das nicht. Wir hatten da mal einen Herrn, Ende 50, der tauchte 5-mal hier wieder auf. Oh? So ein hohes Tier aus der Politik, verstehen Sie? Bastardtyp. Gefärbtes Haar, Brioni-Anzüge, x-mal verheiratet. Oh. Wir wollen natürlich keine Namen nennen. Zuerst dachten wir, es läge an uns, dann, dass es vielleicht doch an ihm liegen könnte. Aber nein! Heute macht er in Russisch gar nichts. Kleiner, aber einflussreicher Aufsichtsratsposten, Kaviar inklusive. Oh, Kaviar ist nicht mein Ding. Ich bin ja ursprünglich Juristin. Dass ich bei der Post gelandet bin, hat sicherlich damit zu tun. 16-Stunden-Tage. Wer bei der Sicherheit am Ball bleiben will, der muss Tag und Nacht dabei sein. Leave, follow. Okay, das ist the way.
Arbeitgeber gewöhnt. Fax, Telefon, Sekretariat für alle Schreibarbeiten, Fachliteratur, Kaffeemaschine und. Stellensuche ist ein Fulltime-Job. Ja. Das werden wir auch noch feststellen. Ja, sicherlich. Wieso werde ich das feststellen? Was glauben Sie, warum Sie hier sind, Frau Scharf? Das sagte ich Ihnen doch bereits. Ich soll in Erfahrung bringen, wie weit wir unsere Arbeitsbereiche füreinander nutzbar machen können. Und wieso zahlt Ihre Firma 50.000 Euro dafür? Wofür? Sie sind entlassen, Frau Scharf. Entlassen? Ich? Ja, Sie. Aber das hätte man mir doch gesagt. Man hat es Ihnen gesagt. Wer? Wann? Sie haben es nicht gehört. Aber... Nicht verstanden. Das gibt es ja wohl nicht, dass man nicht hört, wenn einem gesagt wird, dass man entlassen worden ist. Doch oft. Kopf hoch. Wir haben bisher noch jeden Klienten vermittelt. Sozusagen jeden. Jetzt will ich immer was sagen, Frau Leinkauf. Sicher, die Post, die hat sich verändert in den letzten 15 Jahren. Und was wollen Sie denn? Ein internationales Unternehmen muss auch international wettbewerbsfähig sein. Ohne Heimatsentimentalität. Emotionale Heimat! Die kennen Sie das nicht? Das Gefühl, wenn Sie im Job haben, wenn Sie die Veränderung so sehen, die Rolle. Das ist doch wie ein Körper. Ich bin die Hand oder der Ball. Das kann man nicht so einfach wegamputieren. Frau Schaaf, jede Entlassung ist doch eine Chance. Sag ich den Damen und Herren hier auch immer wieder. Die Unternehmen entlassen nicht nur, sie suchen auch verzweifelt oft mit der Lupe. Leistungsorientierte, flexible Mitarbeiter, mobil belastbar, wie Sie, Frau Schaaf. Zunächst müssen wir uns den emotionalen Prozess der Enttäuschung verarbeiten. Verstehen wir uns, Frau Schaaf? Natürlich verstehen wir uns, Frau Leitkopf. Sie müssen jetzt Ihren ureigensten Gefühlen finden. Tu ich. Ich habe auch durchgedrückt, dass eine Arbeitsbereichsanalyse durchgeführt wurde. Top-Adresse, Büro in London. Und dann haben die mich da behandelt. Soll ich den ganzen Tag nur Briefe sortieren? Würde Briefe sortieren? Ich verstehe Ihre Erregung sehr gut. Ich bin nicht erregt, ich bin total cool. Wir sind das drittgrößte Logistikunternehmen der Welt. Alles läuft problemlos. Und dann höre ich, dass dieser und UPS engagieren wollen. Security auf der. Genau, meine Qualifikation, ohne mich in dieser ganzen Angelegenheit auch nur zu konsultieren. Hey, ich hab den sogar schon gesehen. Das hast du in meinem Büro. Das hast du drin, als das seins. Ist seins. Das hast du in meinem Stuhl, Füße auf dem Tisch und telefonierte drin. Ey, wie kommt er dazu? Es ist sein Büro. Hey, das ist mein Büro. Sie haben kein Büro mehr. Da könnten Sie recht haben, denn dann mach ich das nicht mehr mit, nicht mehr. Wir federn den Schock der Entlassung ab. Wir erfassen Ihre Persönlichkeitsstruktur bis hin zum äußeren Erscheinungsbild. Ihr Halstuch zum Beispiel. Wenn dieser Typ von UPS jetzt meinen Job macht, dann... Die werden schon sehen, was sie davon haben. Die haben doch keine Ahnung. Aber mir ist das scheißegal. Total scheißegal. Was denn für ein Halstuch? Ihr Halstuch, Frau Scharf, nur zum Beispiel, ist in keinster Weise persönlich gemeint. Aber dieser Lappen hier signalisiert doch jedem Personalchef, Schiff. In Not. Und wir sind doch nicht die geringsten in Not, nicht wahr? Schenken Sie das der Caritas und warten Sie mit dem Kauf eines neuen, bis unsere Beraterin Ihr Erscheinungsbild evaluiert hat. Noch Fragen? Haben Sie was gesagt? Wir fangen jetzt an, Frau Scharf. Wo waren wir gestern stehen? Thank you.
Herr Jahn, Herr Schuster, bitte. Herr Schuster, danke, dass Sie gleich rüberkommen konnten. Ich kenne Ihren Terminkalender. Ein, zwei Minuten nur. Wir redimensionieren das Management. Sie waren ja selber am Konzept beteiligt und haben dem zugestimmt. Ich habe jetzt von jedem meiner Mitarbeiter auf der mittleren und höheren Management-Ebene eine Leistungsanalyse erstellen lassen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, Sie ruhen sich zu sehr auf Ihren Lorbeeren aus, Schuster. Natürlich haben Sie Leistung erbracht, selbstverständlich. Aber Lorbeeren gehören auf den Kopf, in die Suppe vielleicht, aber nicht unter den Hintern. Ich muss mich zum 1. September von Ihnen trennen. Ja, aber wieso? Tja, es ist vorbei mit den fetten Jahren. Wir haben hier gerade Management großzügig eingekauft. Auf Halde sozusagen. Und damit die Konkurrenz sie nicht kriegt. Leute mit 300.000 per annum und einem Output von plus minus null. Jetzt sitzen wir da. Mit einem Überhang an Managern. Wirtschaftskrise dreht uns die Luft ab. Und das bei hohem Seegang. Tja. Wir sind nicht mehr 1999. Wo soll ich jemand wie Sie einsetzen, Schuster, in diesem neuen Klima? Aber ich besitze Kompetenzen, die... Im Krieg brauche ich andere Männer als im Frieden. Heute brauche ich Generäle, die vorne weggehen, die draufhalten können. Heute gibt es echte Tote. Flammenwerfer in die Konkurrenz rein, sonst sind Sie dran. George will beim Frieden einen nicht spielen, aber im Krieg war ein Ass. Heute sind wieder die Churchills gefragt. Und wie wollen Sie die laufenden Projekte überhaupt? Ah, ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Für die laufenden Projekte kann ich Ihnen einen Teilzeitvertrag anbieten. Befristet. Halbes Gehalt. Halbes Gehalt? Ja, das sind ja dann 50%? Auf der Straße sind Hunderte, wie Sie einer sind. White-Collar-Schrott. Ich komme auf den Knien in mein Büro gerutscht, nur um einen Vertrag zu bekommen. Für die Hälfte. Ohne Sozialabgaben, ohne Alterssicherung. Ich muss nur so machen. Business. Das ist Krieg. Blut und Tränen. Sie sind ein Monster. Ein Monster sind Sie. Aber mit mir machen Sie das nicht. Nicht mit mir! Tja, so hat der mit mir geredet. Wörtlich. Fast wörtlich. Und dabei habe ich mehr als 20 Jahre Know-how für die Firma aufgebaut. So einen können Sie lange suchen. Und dann da. Dann eliminiert der ganze Management-Ebenen mit einem Federstrich. Eine flache und transparente Führungsstruktur. Schnelle Entscheidungsprozesse. Und dann die paar jungen Spunde, die mit den Flammenwerfern. Die bearbeiten jetzt den asiatischen Raum. Rein in den Markt und ausräuchern. Schlacht. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Herr Jan, es spricht für Sie, wenn Sie nicht alles mitmachen. Ja, genau. So was wie eine Ethik. Eine Moral. Das war einmal. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die scheuen vor nichts zurück. Wer sagt, dass ich das nicht könnte? Beim Militär, da war ich Panzerfahrer, da habe ich jede Menge Infanterie-Nester platt gemacht. Im Simulator natürlich. Das haben wir los. Wer sagt, wenn man mir einen Flammenwerfer gibt, dass ich das nicht kann? Gerade im asiatischen Raum. Die Asiaten haben nämlich auch keine Hemmungen. Hat man ja in Vietnam gesehen, wie die mit den Amerikanern umgesprungen sind. Draufhalten, einfach draufhalten! Dann rennen die wie die Fackeln. Jetzt haben sie mal runter, Jan. Richtig, gern würde ich das machen. Volles Rohr den Feind wegfegen. Und dann rein in den Markt, bevor die paar Überlebenden auch nur den Kopf heben. Jetzt beruhigen Sie sich doch richtig Spaß dran. Jetzt kommst du wieder runter, Herr Jan. Wieso fragen Sie mich nicht mal? Können Sie mir das sagen? Warum fragen Sie mich nicht mal? Sie sind ein Monster. Ein Monster sind Sie.
braucht euch die Monster. Monster! 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 Ganz ruhig. Ich schlage vor, Sie legen eine Runde bei den Sandsäcken ein. Cool down. Herr Schuster, wären Sie so freundlich. Motivation? Optimierung?
Gut, ich schlage vor, Sie legen eine Runde bei den Sandsäcken ein. Cool, danke. Frau Scharf, wären Sie so freundlich. Meine Damen, meine Herren, wir treten heute in eine weitere Phase der emotionalen Aufarbeitung ein. Sie kennen das ja bereits. Das ist jetzt etwas ungünstig für Sie, Frau Scharf. Sie sind ja neu. Naja, vielleicht hilft es Ihnen ja, wenn ich ganz kurz mit einem Beispiel. Also, ursprünglich war ich Finanzanalystin bei der Bayern LB. Meine Kündigung kommt völlig überraschend. 10 Jahre lang war ich zuständig für The Global Investor Relationship. Ich habe unser Unternehmen bei Roadshows und Analystenkonferenzen vertreten. Ich habe Panelgespräche geführt, Vorträge gehalten und präsentiert. Überaus erfolgreich, würde ich sagen. Gut, die wollten die sofortige Trennung. Konnten sie haben, kriegten sie. Ich habe dann bei Mainz Weltreisen eine 3-wöchige Reise in die Karibik gebucht. Das Beste vom Besten. Sonne, Sand, tiefblaues Wasser. Toll, toll, doch war eine tolle Zeit. Danke, danke, genug. Ich stehe hier nicht im Zentrum. Vielmehr sehe ich mich als ein impulsgebendes Beispiel. Aber jetzt erzählen Sie uns doch mal Ihre Geschichte, Herr Zapf. Bitte. Ja. Also ich hatte eigentlich keine Probleme bei meiner Entlassung. Im Wesentlichen all die Probleme, die man so hat bei seiner Entlassung, Herr Salo. Ja. Und? Ja, ich... Ich bin auch eher der stabile Typ. Ja. Emotional gesehen, da habe ich einfach Glück. Und? Ja, also gut. Also ich war Projektleiter bei Siemens. Ja, Projektvolumen so ca. 400 bis 500 Millionen pro Jahr. Und ja. Ja, und wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit der Hardware und mit den Transportverzögerungen und den Softwarebeziehungen und so weiter. Ja, und unsere Ingenieure kriegen sich da ständig mit den Einheimischen und arbeiten in die Wolle. Ja. Ja, gut. Ja, dann wurde ich in die Zentrale geladen. Ja, gut, ich fuhr dann also mal los, hin, ahnungslos, so wie die Jungfrau zur Schlachtbank. Was sind denn hier die Waschräume? Ja, sagt man so. Ja, in der Zentrale treffe ich zufällig den Referenten des obersten Chefs. Wir hatten 2-3 Mal miteinander zu tun. Der hat mich dann schon gewarnt, dass ich jetzt... Ja, so hatte ich dann keine Probleme per Saldo. Als der Chef mir das dann sagte, dass ich jetzt
Ja, da war ich richtig gut drauf gewesen. Hab gesagt, wir halten die ganzen Konditionen der Trennung halten wir schriftlich fest. Hab meinen Block raus und mein Stift und hab gesagt, ABC, schreib mir alles auf. Ja, ja, dieses Outplacement hier zum Beispiel habe ich ihm abgehandelt. Ja, ja. Ja, ja. Hat dann auch alles gleich unterschrieben, weil ihm selbst unangenehm. Ja, und dann ging ich nach Hause und sagte es meiner Frau. Nein, das habe ich schon vom Autotelefon ausgetan. Kurz warten musste vor dem Konzerngebäude, weil mir so schlecht war. Nur eine kleine Übelkeit. Ja. Ja, zu Hause, das war dann noch ein kleines Problem. Ja, Frauen sind da emotional etwas schwieriger. Aber jetzt ist sie schon wieder auf dem Damm. Also, wie gesagt, keine Probleme bei mir. Also, ich war zuständig für die Freizeitstruktur unseres Konzerns Großbank. Fitness, Sauna, Schwimmbad. Hab die ganze Organisation bei mir gehabt. Jahresbudget, Planung, Organisation. Tennis! Komm ja vom Tennis. War einmal ATP 314. Weltrangliste. Haben wir gegen den jungen Becker gespielt. Ja gut, die beiden ersten Sätze gingen zu 0 verschütt. Aber den dritten habe ich 6-1 verloren. Ich habe dann auch eben Betrieb die Tennisstunden gegeben. Waren sozusagen ein Master bei einer gewissen Management-Ebene. Hab so täglich meine 5-6 Lektionen gehabt. Jetzt sagen wir das an. Die Herren kamen jedenfalls immer unregelmäßiger und wenn sie da waren, dann spielten sie immer aggressiver. So Bälle, volles Rohr ins Gesicht, dass ich gerade noch ducken konnte. Purer Hass, wenn ein Netzball in ihr eigenes Feld zurückgefallen war. Schläger so wegschmeißen, dass ich gerade noch bücken konnte. Und musst du cool bleiben. Ganz, ganz cool. Die fangen sich dann schon wieder. Dann gab ich auch keiner mehr. Sah sie jetzt bis tief in die Nacht und der Färbe ihre Asche platz. War natürlich keine Zeit mehr für Tennis. Und auch keine Lust. Ja, jedenfalls wurde dann eines Tages in die Zentrale beordert und man teilte mit, dass meine Position ersatzlos gestrichen sei. Zack! Genau an diesem Tag hatte ich mir einen Porsche 911 gekauft. Bravo. Toller Mann, schwarz. Rote Ledersitze. Ja, trink. Ich mag ihn sehr. Hatte er früher einen Golf, als meine Frau noch da war. Ein GTI, der mit den 245er Niederquerschnitts High Competition reißen. Ich wäre jetzt allein. Jedenfalls. Den nahm dann sie, wo sie nie schneller als 100 fährt. Aber wenn du einmal den Porsche voll auf Tour gebracht hast, ja, nachts, und der Wagen, ehrlich, den GTI, den kannst du behalten. Hätte ich nie gedacht. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Eine Entlassung. Du bist entlassen. Na schön, da bist du eben entlassen. Ist ja keine Schande mehr. Hunderttausende sind ja entlassen. Du stehst auf der Straße. Da stehen Millionen. Dafür ist ja da, die Straße. Da müssen die Entlassenen ja hin. Nur zu, Herr Schuster, wir sind unter uns. Gedacht. Als der Henner mir das sagte, wir siezen uns, erster oberste Boss. Henner, Sie, Ron, Sie. Ach, was haben wir nicht alles zusammen unternommen? Als er es mir sagte, zur Tür hat er mich begleitet, die Hand auf die Schulter gelegt. Grüße an zu Hause. So nett. Sie auch, sagte ich. Und dann, als ich draußen war, dass mich da so geschüttelt. Geschlupft habe ich. Ja, was sowas von geschlupft? Ich sehe nicht mehr heute. Was sind das jetzt? 2, 3 Monate vielleicht. Ich bin in der Tiefgarage und hämmere den Kopf gegen den Betonpfeiler. Auch jetzt, wenn ich daran denke, kommen mir die Tränen. Da, sehen Sie es. Es geht schon wieder los. Die Tränen. Schau mal zusammen. Entschuldigung. Oh, hat der Mensch eigentlich so viele Tränen? Ich kann in keine Tiefgarage mehr.
Ist ja eh wurscht. Dein Auto ist ja eh weg. Meine Mutter konnte nicht weinen. Eine chronisch verstopfte Tränenlänge. Ja, aber ich! Hier steht der. Hey! Und dann die Schwierigkeit. Das Auto, das Haus, das Ferienhaus in Nizza. Und die Frau, weg. Mit allen Kindern. Wunderbare Kinder. Ja, Sabine. Und der andere, der Bub. Pascal! Pascal, ja. Ja. Weg ist sie. Mit beiden. Wohnt jetzt am Tegernsee. Sagt, ich sei ein Ungeheuer. Ein sentimentales Ungeheuer. Ein Versager. Ich liege nachts da und kann nicht mehr einschlafen. Es ist totenstill. Ich höre auf die Geräusche im Haus. Meine Frau, ob sie die Koffer packt. Dann hat sie die Koffer vor Wochen schon gepackt. Ich liege da und kann nicht mehr einschlafen. Es ist totenstill. Bringe mich um. Sei Strick vor den Zug werfen. Das kann nicht sein, was sie umzubringen. Ein Hotelzimmer nehmen. Oberster Stock. Darunter. Ich bringe mich um. Das ist sicher. Herr Schuster, wer wird denn gleich? Ich. Was ist denn jetzt? Da, mein Nacken. Weil ich in den Klassen bin, bin ich muskulär so verspannt. Au! Da! Hexenschuss! Den spüre ich stundenlang vorher kommen. Wie eine Ahnung. Eine absolut sichere Ahnung. Jetzt! Da! Au! Herr Schuster! Seitdem habe ich Ausschläge, seither. Überall juckt es ein. Von unten bis oben. Überall. Im Rücken. Im After. Hämorrhoiden! Ich sag Ihnen, da haben Sie wahnsinnig. Das ist nur eine Übung. Ein Brösel. Immer setzt sich da was fest. Erbstück von ihrem Vater. Der war ein Adler. Dem können sie nie das Wasser reichen. Sie sind allenfalls ein Kuckuck, eine Zitik, ein Workaholic der dritten Art. Pathologisch. Die Geschäftsleitung sieht rot, wenn sie ihren Namen nur hört. Haben Sie eigentlich keine Frau? Natürlich habe ich eine Frau. Sie richten mir doch immer Grüße für Sie aus, Herr Direktor Heller. Wissen Sie denn nicht, was eine Frau will am Wochenende? Fandeln wir am Wochenende! Ein kameradschaftliches Shopping am Samstagnachmittag! Mann, Schuster! Und dann irgendwo ein Dinner und ein Schlummertrunk. Und dann heim. Ist ja Wochenende. Dann
6 Schuster. Also richtig Durchnudel. Durchnudel. Ja. Ja, auch eine, die so gut ausschaut wie ihre. Sie hätten ja auch eine hässliche heiraten können. Jetzt haben sie die. Und die will 6 am Samstag. Und zwar etwas mehr als dieses Bein in die Luft und zweimal rein und raus. Ja, lassen Sie mal Ihre Fantasie spielen. Die haben Sie an solchen Fragen. Das weiß ich ganz genau. 6. Wenn man ein bisschen anders ist als Ihr Jogging, Ihre Frau, will man eine richtige Schweinerei. Ja, und etwas, was jede Grenze überschreitet. Wo man sich danach voneinander richtig schämt. Und es war doch einzigartig herrlich. Hängen Sie sich das endlich in Ihren Schädel, Schuster! Ja, Herr Direktor Henner. Könnte sich umbringen, Ihretwegen. Hexenschuss! Überall duckt es an, von unten bis oben. Tägliches Arsch. Schauen Sie mal in den Spiegel. Wenn ich Ihre Frau wäre, wäre ich Ihnen noch gestern davon gelaufen. Sie sind entlassene! Ist das so? Ja. Frau Fischer, wären Sie so freundlich und würden das Ganze für uns noch mal ordnen. Ja, gerne. Bitte. Danke. Dann, Herr Schuster, bitte, ja? Ja. Also, ich würde sagen, wir werden das Material, das uns Herr Schuster zur Verfügung gestellt hat, alle zusammen in Form einer Manöverkritik aus. Ja, meine ich. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Zapf? Ja, Herr Schuster hat sich seiner Aufgabe mutig gestellt, möchte ich mal sagen. Vielleicht etwas zu emotional, nicht? Mir war das Ganze ja ein bisschen zu heftig. Ich bin einen etwas anderen Ton gewöhnt, aber sowas, ne? Nun ja, gerade die Fragen der privaten Emotionalität müssen in diesem Rahmen ja nicht so präzise angesprochen werden, mein ich. Also das mit seiner Frau. Obwohl ein gewisses Verständnis habe ich schon. Man gibt ja nicht Erfahrungswerte, wie lange man so Rollenspiele mitmachen muss. Ja, also in so einer Situation, da kann man schon an die Grenzen seiner Persönlichkeit. Oh, das ist doch ein Fischer. Ein Baustein in einer Kette von persönlichkeitsunterstützenden Maßnahmen. Und jetzt ist unser Herr Jahn dran. Ja, und auch die. Die innerbetrieblichen Abläufe, da ist ein bisschen was dran an den Ausführungen von Herrn Schuster. Die sind ja doch oft, danke, extrem belastet in so Perioden. Ich war schon. Bitte. Ich darf noch anfügen, dass ich Herrn Schuster schon ein Stück weit verstehen kann, dass ihn das animierend geht, der Verlust der Position. Ja, das alles. Einer wie Herr Schuster, hochqualifiziert, da habe ich nicht die geringsten Zweifel. Aber wenn man erst mal so um die 50 ist, dann kriegt man keinen Wein mehr. Nein, unsere betriebsinterne Statistik zeigt, dass sich gerade ältere Kandidaten optimal platzieren lassen. Nun ja, es ist ja so, dass sich über 50-Jährige generell schwer vermitteln lassen, weil sie schon gar nicht ernst sind, wenn sie mit ihren eigenen Preisen gehen. Sie müssen positiv denken! Herr Schuster, ich denke, das hat ihm sicher was gegeben, ja? Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen. Es wäre mir nicht recht, wenn Sie den Eindruck gehabt hätten, ich stände unter einem hohen emotionalen Druck. So, jetzt sage ich auch mal was. So eine Entlassung ist demütigend. Demütigend. Polizeimaus. Steuerfahndung. Die haben mich wie einen Kriminellen behandelt. Schlüssel abgeben. Am gleichen Tag noch die Kreditkarte. Hausverbot. Das Auto musste ich stehen lassen, wo es war. Ich musste zu Fuß zum Taxistand. Haben mir doch den gleichen Typ gemietet. Mercedes E-Klasse. Formatik. Gleiche Farbe.
bin nach Hause gekommen, wie immer. Hab meiner Frau nicht gesagt, dass ich entlassen bin. Bin jeden Morgen in die Stadt gefahren. Ins Kino gegangen, bis zum Abend. Tag für Tag. Und dann, mitten im neuen Star Trek, da reißt es mich hoch. Ich laufe nach draußen, ins Freie, nach Hause und rufe schon unter der Tür. Kathi! Kathi! Meine Frau ist Katharina. Ich muss es ihr endlich sagen. Sie wusste es schon. Seit 2 Wochen sagte kein Wort. Wir aßen zusammen, haben über das Geschäft geredet. Und sie wusste es. Wir haben sogar miteinander geschlafen. Und sie stöhnte und keuchte, wie die Frauen das, was wir eben tun. Sie hat es die ganze Zeit gewusst. Vom Nachbarn. Ich schrie und tobte. Ich riss sie an den Haaren und schlug sie, dass sie aus der Nase blutete. Am nächsten Tag hatte ich so einen Kopf. Sie brachte mir einen Kaffee. Wir saßen nebeneinander auf der Couch. Ich möchte zu dem, was ich vorhin gesagt habe, noch gegen den Porsche. Das war mein Lehrer. Da habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Meine Frau ist ja mit dem Golfweg. Dem GT. Ich mochte den eigentlich. Er hatte sowas Possierliches. Lebe ich allein. Der Porsche steht also in der Garage, fabrikneu. 56 Kilometer. Die Überführung. Ja, ich setze mich jeden Morgen in den Porsche und lasse den Motor an. Dreh ihn hoch, dreh ihn in den roten Bereich, lass ihn singen, komm, bis es nicht mehr geht und eine Viertelstunde, machen wir eine halbe. Da fahren die weg. Fuhr kein einziges Mal. Ich bin mit dem Porsche keinen Meter gefahren seit... nicht einen. Nur in der Garage. Schön blöd. Ja, keine Probleme bei mir. Das war vielleicht auch nicht ganz korrekt. Ja, der Chef es mir sagte, dass ich entlassen bin. Das war wie eine Eisenstange war das. Mitten ins Genick geschlagen. Ja, mir wurde schlecht. Ja, ich rief meine Frau an und sagte es ihr. Ja, und dann fuhr ich auch nach Hause. Wie in Trance. Zu Hause sitzt da meine Frau schon auf der untersten Treppenstufe und weint. Mit dem Kopf zwischen den Armen und weint. Kleines Häufchen Elend zittert am ganzen Körper. 3 Tage lang hat sie geweint. 3 ganze Tage. Eine so solide Frau. So optimistisch. Ja, ich musste dann den Notarzt rufen. Der hat sie hospitalisiert. Dann Psychiatrie. Damit geht es ihr schon wieder besser. Medikamente, die sie bekommen, die sind wirklich gut. Ein bisschen gedämpft vielleicht. Aber ansonsten geht es ihr schon wieder richtig. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Und Sie legen eine Runde an den Sandsäcken ein. Cool down.
Na, was ist doch? Frau Schaaf, Sie wissen ja, warum Sie hier sind, ja? Ja, und wenn nicht, dann werde ich es Ihnen gerne erklären. Als erstes machen Sie einfach mal ein paar Schritte. So, wie Sie das gewöhnt. Ach, Moment, Frau Schaaf. Schöne Hände verletzen. Na, kommen Sie, machen wir doch ein paar Handschuhe für Sie. Ich helfe Ihnen. Ja. Fest reinschlüpfen. Jawohl. Na. So. Ja. So, Frau Schaaf. Und jetzt machen Sie einfach mal ein paar Schritte. So wie Sie das gewöhnt sind, so aus dem Bauch heraus einfach mal ein paar Schritte. Ja. Ja, wunderbar. Schön. Ja. Ja, wunderbar. Und jetzt drehen wir. So, Frau Schaaf. Das ist der sogenannte Ist-Zustand. Und ich werde jetzt zeigen, wie Sie anhand von zwei, drei Manipulationen im Körper ganz neues Leben. Ja? Als erstes Körpersprache. Die Schultern sind viel zu weit vorne, die müssen viel weiter nach hinten. Ja. Die Hüfte, oh, die Hüfte, die muss viel weiter nach vorne. Wunderbar. So. Jetzt laufen Sie einfach mal. Schön. Und immer im Rhythmus bleiben. Jawohl. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt Drehung. Und immer aus dem sicheren Startschlag. Frau Schaaf. Das, was Sie da machen, das ist Schneeflug. Das Schiebeste machen wir nicht mehr. Ja. So. Frau Schaaf. Parallel. Nein, nein. So. So. Ja. Ja, Frau Schaaf. Und die Schultern weiter nach hinten. Die Arme oben lassen und einfach ein paar Schritte in den Schlagen nicht vergessen. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Ach, Schande, wie fühlt es sich? Prima, nicht wahr? Ganz was. Ah, Frau Schaaf, das haben Sie sehr schön gemacht. Ich glaube, das reicht für heute, ja? Ich hoffe, Sie können das so behalten. Dankeschön. Bitte gerne. Neuorientierung. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Evaluation Ihrer Gefühlswelt. Wir nutzen hierfür ein eigens für uns entwickeltes Gesprächsmodell der Uni München. Ja, wären Sie so freundlich und würden uns das mal demonstrieren? Herr Zwerenz und Frau Verstand. Ja, und die Moderation, die übernimmt doch unser Herr Zapf. Kann ich kommen? Bitte. Herr Zwerenz. Frau Fischer. Zwerenz. Sie beide waren in den letzten Monaten einem beachtlichen affektiven Stress ausgesetzt. Alles anders als zuvor. Danke, dass Sie heute auch da sind, Frau Fischer-Zwerenz.
Ich weiß, dass Sie Ihrem Mann den unabdingbaren emotionalen Halt geben, damit er seinen Alltag unbelastet angehen kann. Eine Frau ist sozusagen die Tankstelle, an der ein Mann seine Batterien wieder aufladen kann. Ja. Ja, aber das geht auch der Frau in die Substanz, wenn der Entlassene ständig zu Hause rumhängt. Der ganze Alltag ist gestört. Ja, er steht zwar früh auf, liest die Zeitung, aber dann geht er nicht weg. Die Erzieherinnen haben wahrscheinlich schon Probleme am Hals. Und da ist es auch noch ständig ihre Gattin, nicht? Ja. Prinzessin. Ja, wie ist denn der Name? Thomas. Thomas, das sagst du heute zum ersten Mal, dass du mich entsetzlich findest. Das meint er nicht so. Ja, ich schlage mit vor, es sind ja alles keine Rollenspiel, Sie beide demonstrieren uns das mal. Wir haben es doch schön zusammen, gerade auch jetzt, in Leid und Not. Wie sieht denn ein Morgen so bei Ihnen aus? Ja, wir stehen auf und dann frühstücken wir in der Küche. Thomas liest die Zeitung und ich... Tja, ich... Du redest. Ja. Ja, gut. Ja. Also, Herr Zwergens, Sie sind in der Küche, in der gemütlichen Ecke und das Frühstück ist beendet. Ja. Gabriele. Moment, Moment. Hast du wo geschlafen? Das hätte ich fast vergessen. Wir drehen die Rollen um, tun wir immer. Wir haben damit sehr produktive Erfahrungen gemacht. Frau Fischer, Sie sind Ihr Mann und Sie sind... Oh, das kann ich nicht. Und wie Sie das können, als wäre... Ich bin zu Hause und ich bin meine Frau. Und Peter ist mein Mann. Jetzt du nicht immer so bitte. Du bist ich und ich bin du. Ist das denn so schwer zu begreifen? Na, na, na. Sie sind jetzt Ihr Mann und Sie dürfen auch nur wie er... sprechen. Das tue ich ja. So redet er mit mir. Gabilein, will das nicht in dein Spazieranilein hinein, Gabi Maus? Genau so. Also, Herr Zwergens, zeigen Sie uns das doch mal ganz natürlich. Sie sind in der Küche, da sind die ungewaschenen Kaffeetassen, Müll, all das. Okay, ja. Ja. Thomas, hast du gut geschlafen, mein Lieber? Ja, ich kann nicht klagen. Ja, Sie haben noch längst geschlafen und gefrühstückt und... Und jetzt? Ja, nur Mutterzapf! Und jetzt soll der neue Tag beginnen. Ich weiß, Thomas, dass ich dich nicht stören soll, wenn du am Morgen Zeitung liest. Du hast deine schlimme Zeit jetzt, das weiß ich auch, und ich will dir auch gar nicht lästig fallen, wenn ich so früh am Morgen mit dir rede. Ich hab dich ja lieb, jetzt umso mehr, wo du keine Arbeit hast, so viel schwere Zeit, und du den Nachbarn das nicht wissen dürfen, immer sagen musst, danke, es geht mir gut, ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Ich hab dich schrecklich lieb, aber ich rede mal morgen, ich kann nicht anders. Ich weiß, dass ich nicht ausstehen kann, sondern rede ich mit der Wasserfall. Ich habe eine Regel auf die Morgenlobo, nö. Das bedeutet, ich rede einfach, Thomas, ich kann nicht anders, ich weiß, dass ich nicht ausstehen kann. Ich rede einfach und rede und rede und rede und ich weiß, du musst mit mir reden am frühen Morgen. Ich bin sonst den ganzen Tag umgekehrt, wenn du nicht mit mir geredet hast, obwohl sonst kein Mann auf der ganzen Welt redet so früh mit seiner Frau am Morgen. Ich spreche mit dir, Thomas. Hast du was gesagt, Maus? Er hört nie zu und er sagt immer Maus, wenn es brenzlig wird. Maus, wie ich dieses Wort verabscheue. Maus! So ein Haushalt ist doch nicht die Welt. Ach. Wenn ich in der Firma eine Entscheidung treffe, dann geht da ein Volumen von über 100.000 Euro oder auch 800.000 Euro über den Schreibtisch. Die Kaffeetasse da, Gabilein, wenn du die fallen lässt, 5,80, in Wirklichkeit ist die längst abgeschrieben, hat keinen Buchwert mehr. Plus das bisschen Waschmittel, Peanuts. Was ist denn schon dran an so einem Haushalt? Du könntest vielleicht mal den Müll in den Container tragen. Hasi. Sie sagt Hasi zu mir. Hasi. Findest du eigentlich Gartenhaus? Bei mir geht Tag für Tag ein Kostenvolumen von über 1 Million über den Schreibtisch. Und du kommst mir mit Kaffeetassen. Ja, ich weiß, ich höre dich nicht so recht zu, wenn du mit
keine Ahnung. Ich bin halt ein kleines Dummchen, mein Chef hier. Ein Kuh, eine saublöde, dumme Kuh! Ich bin der Mann. Und ich bringe das Geld. Gar nichts bringt er inzwischen. Nichts bringe ich. Ich bringe das Geld nicht. Seit 8 Monaten bringe ich gar nichts. Aber ich tue immer noch so, als brächte ich das Geld. 250.000 im Jahr, Gabilein. Ist das vielleicht nichts? Mhm. Plus Extras, außerordentliche Zahlungen. Da komme ich auf über 800.000 Euro im Jahr. Netto. Und du, Gabilein, hast du schon einmal über deinen Buchwert nachgedacht? Ha? Wie hoch evaluierst du deinen Abwasch, das bisschen Abstauben, das bisschen Smalltalk, wenn du mich zu Kundenessen begleitest? Ha? 10 Euro? 100 Euro? Ha! Seien wir großzügig. 1000. Bravo. 1000 Euro auf die Habenseite. Yes. Und sonst? Ja, die Tankstelle hätte ich fast vergessen. Ja. Aber ficken tust du ja wohl noch gratis, oder? Entschuldigung, das ist mir jetzt gerade so drauf. Also, sollen wir nie miteinander, nie. Ich nicht, aber du schon. Sag ich mal, ich spiel das hier im Spiel nicht, dass die da so mit mir. Ja? Jetzt reicht's, halt mal. Hey! Wir haben vielleicht noch nicht ganz alles. Sie sind Gabi. Wer? Herr Zahn! Sie sind Gabi. Thomas, du könntest vielleicht einmal den Müll in den Container tragen, ne? Habe ich vorhin schon mal gesagt. Nur den Müll, ne? Könnte ich. Meine Frau, meine eigene Frau, dieses an keiner Börse der Welt notierte Wesen, sagt zu mir, zu Herrn Dr. Thomas Zwirk, ich solle den Müll in den Container runtertragen. Und? Ja, hast du sie vielleicht noch alle. Glaubst du vielleicht, ich habe 8 Semester Betriebswirtschaft studiert, um dann den Müll in den Container runterzutragen? Du spinnst doch, Gabi, Maus! Maus, Maus, Maus! Welche andere Frau wird von ihrem Mann Maus genannt? Es ist aus mit der Maus, Hasi! Aus, 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 aus! Genau! Herr Zapf, der rastet in letzter Zeit leicht aus. Nein. Nein. Das wäre doch durchaus an mir. Ich bin halt auch in letzter Zeit etwas ungeduldig. Naja, Liebes, tut mir leid, all das, naja, du weißt schon. Ja, Schatz, ich bin ja auch kein Engel. Und jetzt nimm endlich den Müll. Jeder Idiot kann ihn in den Container tragen, aber einer muss es tun. Ja, Gabi. Und pass auf, dass du ihn gut zuschmierst. Am besten mit einer Doppelschleife, sonst könnte es passieren, dass der Müllbeutel wenn die Müllmänner in den Wagen werfen. Und dann hast du den ganzen Dreck auf dem Gehsteig. Ja, Gabilein, mach ich gleich als erst, wenn wir zu Hause sind. Gabriele. Ja, wenn wir zu Hause sind. Frau Fischer, Herr Zwerenz, Herr Zapf, vielen Dank für diese aufschlussreiche Performance. Super. Meine Damen, meine Herren, wir machen jetzt 20 Minuten Pause und ich bitte Sie pünktlich wieder zu erscheinen. Sie wissen ja gar nicht,
gar nicht, wie hart das ist. Als Frau. Aber wir Frauen, wir schaffen das auch. Draufhalten, fies seinen Gegner aus dem Weg räumen. Oh ja! Mit den Waffen einer Frau. Habe ich persönlich auch nie darauf verzichtet. Hat mich regelrecht nach oben geschwemmt. Dass ich eine Frau bin. Sexy. Natürlich ist mir nicht entgangen, wenn ich an der Dienstagskonferenz in den Sitzungssaal kam, wie die alle starrten, die hohen Herren. Ich einmal um den Tisch rum und hinter mir 30 auf. Die glotzen, dass ich sie auf der Haut spüre. Bitte, wenn die auf ihre Stielaugen stehen, bin ich blöd. Ich habe das geübt. Vor Jahren in Südafrika. Das war so eine Promotion für unsere AG60. War so ein Doppelspiegel im Hotel. Ich musste lachen. Ich allein mit meinem Hintern und einem Glas Whisky in der Hand. Von Panzerfäusten verstehe ich mehr als alle Männer hier. Mein Herr, meine sehr geehrten Herren, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Die Waffe der Frau ist Ihr Kopf! Ja, das mögt ihr gar nicht, wenn jemand gescheiter ist als ihr, eine Frau gar. Naja, es liegt halt in der Natur der Sache, dass die Dummen die Gescheit nicht verstehen und sie genau deshalb ihrerseits für dumm halten. Gar nicht? Für Männer vielleicht auch ein bisschen. Ihr Männer, wenn ihr einen Nachfolger sucht, dann möglichst einen, der so gescheit ist wie ihr. Besser noch ein kleines bisschen weniger. Ja, was zur Folge hat, dass nach spätestens 3 Führungswechseln ein völliger Kretin auf dem Thron sitzt. Ja, schauen Sie unsere Konzernspitzen doch mal an. In 10 Jahren, da gibt es Päpstinnen und amerikanische Präsidentinnen, schwarz, arm, jüdisch, weiblich. Ich komme zurück. Durchs Hauptportal, im Sonnenlicht, Spalier des Kaders, Teppich. An einem Dienstag, mitten in die Konferenz. Und ich werde euch mit meinen Handkantenschlägen so zusetzen, dass ihr vergesst, auf meinen Arsch zu starren! Ist zudem für die innenpolitische Akzeptanz auch viel besser, wenn eine Frau den Konzern führt und wenn wir Antipersonenminen in einem Krisengebiet liefern, wirkt das gleich viel humaner, wenn eine Frau die verkauft. Frau Fischer, Sie sind schon wieder zu spät. Sorry. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Outplacement ist kein Wochenend-Workshop. Auch hier gilt, time is money. So, wir fangen mit Ihnen an, wie mit allen anderen auch. Machen Sie einmal ein paar Schritte. Ganz einfach. Ganz einfach ein paar Schritte, ja. Sehen Sie, Frau Fischer? Frau Fischer, Entschuldigung. Das ist der sogenannte Ist-Zustand. Und an dem wollen wir ein kleines bisschen arbeiten, weil Körper machen Leute, nicht Kleider. Sie werden ja ein bisschen zaghaft, machen auch sehr kleine Schritte. Und Sie schauen mir nicht in die Augen, ja? Versuchen Sie einfach mal ein paar mittelgroße Schritte zu machen. Und das wirkt ein bisschen... Und schauen Sie mir doch mal in die Augen, ja? Verstehen Sie, was ich meine? Gerade ausschauen, nicht wie ein Kieselstein. Ah, Kieselstein. Und immer gerade aus. Ja, ja, ja. Hey! Und weiter. Aha, die Schritte sind sehr gut, ja. Aha. Hey! Arme umlassen. Ja. Sollen Sie sich nicht so hängen? Warum versteifen Sie sich da oben so in der Schulter?
Partie. Locker bleiben, Körperspannung, ja? Oje, passt es zwar oben, aber unten nicht. Achten Sie auf Ihre Beinarbeit. Sicherer Stand und dann schlagen, ja? Also, Sie denken zu viel. Geben Sie sich mal ein bisschen Mühe, ja? Es ist ganz einfach. Ich hab Mühe! Und das Ganze mit ein bisschen mehr Energie, ja? Kinderblick. Ja, ja! Manchmal denke ich, ich will nie wieder zurück ins Management. Aus und vorbei. Ein Büro aus Glas, oberstes Stockwerk, Dachterrasse, die ganze Skyline. Tief unter mir der Central Park. Sie verstehen, mein Büro ist in New York, trägt meinen Namen. The Fisher Building sind alle meine Unternehmen drin. Da geht die Fisher Corporation, Fisher, Fisher, Fisher und Fisher International. Meine Mutter hat keine Ahnung. Die denkt, ich lebe von der Sozialhilfe. Die mit ihren ewigen Ängsten. Und dann aus heiterem Himmel schicke ich ihr ein Ticket. Bayreuth, New York. First Class.
Und sie denkt, ich habe es geklaut. Jeden Tag, Jahr für Jahr, hat sie mir in die Ohren geholt, dass aus mir nichts werden wird. Nichts, nichts, nichts. Ein Ozean ist die Minimaldistanz zwischen Mami und mir. Und dann hole ich sie am Erdbad ab. Wippel-Exit. Und rüber geht's zur Limousine mit den abgedunkelten Fenstern. Sie wissen schon, lang wie die Ewigkeit. Hinten so eine Haifischflosse und vorne ein schwarzer Chauffeur, der Mami die Tür aufhält. Neben dem Chauffeur sieht die Mami aus wie ein Huschel vom Lande. Neben mir sowieso. Und dann in meinem Büropalast lauter emsige Angestellte. Guten Tag, Frau Fischer. Guten Abend, Frau Chef. Oh, Mami, entschuldige. Den Vertrag, den muss ich schnell noch abzeichnen. Der muss heute noch raus. Ja, wir übernehmen Procter & Gamble. Und oben in meinem Büro, da starrt die Mami hinunter auf den Lichterglanz des Broadway. Und sie dreht sich zu mir um, mit Tränen in den Augen, und sagt, Kind, ich hab dir Unrecht getan, Kind. Großartig hast du das gemacht. Großartig. Ich möchte endlich mal Zeit haben für meine Gattin. Endlich mal. Ich meine, es ist mehr Zeit. Fast 20 Jahre ein treuer Kumpel. Obwohl ich kaum zu Hause bin. Naja, wie auch. Singapur, dann rüber nach San Francisco. Wie das halt so läuft. Sie ist mir immer ein treuer Kamerad gewesen. Der kann sie Pferde stehlen. Klaglos. Die beklagt sich nie. Das letzte Mal habe ich ihr Parfüm mitgebracht, so ein Fünferpack. Fünf verschiedene Düfte vom Duty Free. Sie hat sich klaglos gefallen. Ich weiß nicht, wie sie riecht. Hat sich wirklich nur meine Zuneigung verdient gemacht. Muss ich zugeben. Sowas von emotional konstant. Ich meine, da hast du eine Frau, kennst sie kaum, und nach 20 Jahren steht die am Airport wie eine Eins. Das ist mir ein extra Wert. Vielleicht buche ich ein Wochenende in Marriott in Los Angeles. Die haben da so eine Love Suite, alles in rosa-rot. Sogar der Kamin, wunderbar. Natürlich künstliches Feuer wegen der Hitze, aber man kann die Klimaanlage so runterregulieren, dass man richtig gern vom Feuer sitzt. Ja, und dann Kaviar und Aperitif. Klima wieder rauf, damit sie im Lake See sein kann. Wow. Sieht immer noch toll aus. Immer noch wie 20. In so einer Luxus-Suite kann man das Licht ja ziemlich runterdrücken. Ja, und im anderen Zimmer, da ist so ein Himmelbett. Ozean, Blau, Gold. Oder den Ring. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, man kann die Vorhänge am Bett zuziehen, so. Echt scharf. Ja, und dann, wenn wir genügend besoffen sind, dann nichts wie rein in die Kiste. Und dann zieh ich sie mal so richtig durch, damit sie wieder weiß, wem sie verheiratet ist. Honeymoon, wie heißt die? Man kriegt sie auch einfach.
mal eine Bergwanderung mit meinem Chef machen. Er geht nämlich gerne in die Berge, mein Chef. Wunderbare Sommertage. Klare Luft. Und Fernsicht. Wir steigen höher und höher. Wenn wir oben sind, über der Nordwand, tief unter uns, diese wunderschöne, eisblaue Gletscher. Dann stoße ich ihn. Schnell werden die Mischung aus Cobra und Dampf rein. Da fliegt er nun, mein Chef. Bruder mit den Armen, Rücken nach unten und er ist ein geißeltes Gesicht mir zugewandt. Zaff! Ruft er. Zaff! Aber es hat sich Kassalde ausgezapft, Herr Chef! Hilfe! Ruft er inzwischen, verhallend. Hilfe! Tief unten schlägt er auf einer Felsnase auf. Mit seiner Nase. Die reißt es ihm einfach weg. Tut wahnsinnig weh, sowas. Da fliegt sie nun, Nase und Chef. Freier Fall zwar, aber kein Vakuum. Deshalb fliegt der Chef auch schneller als die Nase. 100 Kilo Chef, 50 Gramm Nase. Nun stürzt der Kopf voran. Das ist so gut, dass er ohne weiteres den Gletscher sehen kann, der in einem Affenzahn auf ihn zugerast kommt. Obwohl es passhalb umgekehrt ist. Also er rast so auf den Gletscher zu. Gut, ihm ist das egal, dass da mein Chef gleich auf ihn in den Tilt gehen wird. Der hält auch einen Flugzeugcrash locker aus. Ein letztes panisches Brüllen. Ah! Hört gleich oben von meinem hohen Gipfel. Und dann haut es ihn auf so hohe, spitze Eissacken. Wie Schwerter sind die. Zerteilen seinen Körper in hunderte von Stückchen. Seine Gedärme die Quelldose raus. Und überall spritzt das Blut auf diesen schönen, wunderschönen, eiskalten Gletscher. Ja, überall kann ich das Blut sehen von hier oben. Er wird überhaupt nicht mehr zu identifizieren sein, mein Chef. An seinen Zähnen vielleicht. Ja, dann gehe ich zurück zu meinem Picknickkörbchen. Das ist erstmal eine schöne Beefy. Ja, die Nase ist inzwischen auch gelandet. Dann trinke ich noch einen Kamillentee aus meiner Thermoskanne. Ich mache mich dann mal auf den Abstieg. Als er kündigte, einen Klumpen Gold. Ich glaub es nicht. Auf dem Weg nach Hause gab er ihm für ein Pferd her. Das Pferd für eine Kuh, die Kuh für ein Schwein, das Schwein für eine Gans. Die Gans für einen Schleifstein. Gibt es heute nicht mehr, brauchte man, um Scheren zu schleifen. Der fiel ihm in einen Brunnen und ohne nichts kam er zu Hause an und fiel seiner Mutter um den Hals. Wahnsinn! Minimal 100.000 Mille im Brunnen, aber glücklich. Einst suchte jeder Sohn, kaum war ein junger Mann geworden, draußen in der Welt ein Vorbild, einen tüchtigen Kerl, der ihn die Dinge des Lebens lehren sollte, der sie so gut beherrschte wie der Vater. So konnte der Sohn den Vater hinter sich lassen und trotzdem lernen, einen Pfeil zu schnitzen, einen Hirsch zu schießen, ja, einfach froh zu sein. Und tatsächlich, wenn der Vater starb, konnte der Sohn einen Pfeil schnitzen, einen Hirsch schießen, und er war wirklich froh.
wenn dann sein Sohn ein junger Mann wurde, suchte auch der ein Vorbild. Seinem Vater ähnlich. So wurde er seinerseits ein tüchtiger Vater. Und so weiter. Bis ans Ende aller Tage. Es waren einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten in einem Kissboot. Und der Fischer fing einen riesigen Butt. Der konnte sprechen. Der sagte doch tatsächlich: Lass mich schwimmen. Ich bin gar kein Butt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Logisch, dass der Fischer ihn schwimmen ließ. Er erzählte es seiner Frau. Die rief: Bist du wahnsinnig? Warum hast du dir keine Belohnung gewünscht? Eine richtige kleine Hütte. Also ging der Mann zum Wasser und rief: Manche, manche Timpete, Butte, Butte in der See. Meine Frude Ilsebill will nicht so, was ich wohl will. Zack! Schnappt die kleine Hütte doch. Na, dann wollte die Alte immer mehr. Ein Schloss aus Stein, Königin sein, Kaiser, Papst. Das reichte nicht und sie rief: Ich will Gott sein! Der Fischer sagte es dem Hut. Und der Hut sagte: Fischer, Monamus, Tudine Fruh, Dey, Sid Olvedda in the Pisspot. Es wird die Zeit kommen, da wir Menschen uns achten und mit Würde begegnen. Ja, da wir unsere Bedürfnisse stillen, ohne uns niederzutreten, im Kampf um immer mehr, ohne Tiere zu töten, Bäume zu fällen, Wässer zu trüben, da ein jeder Mensch dem anderen gleich seinen Teil leistet, da die Menschen das tun, was zu tun ihnen ihre Begabung erlaubt, an ihrem Platz, mit ihrer Kraft, in Freiheit, mit Feuer in ihren Herzen und zu ihrer Zeit. Jeder wird seine eigene Zeit haben. Ja, natürlich werden wir arbeiten. Wir werden Dinge herstellen, wir werden ihnen handeln, wir werden sie verkaufen und kaufen. Aber nach den Bedürfnissen aller. Unsere Grenzen werden wir als Glück und nicht als Mangel erleben. Wir werden nicht alles haben wollen und werden nicht alles haben. Aber keiner wird nichts haben. Die Flüsse sind voller Fische. Die Luft ist ein Getränk. Die Wiesen leuchten. Die Städte sind schön. Es gibt kein Ich. Es wird den Tod geben, den Schmerz, das Leid, die Trauer, wenn sich ein Schicksal erfüllt zu seiner Zeit. Aber keiner wird dann allein sein mit seinen Tränen. Die Menschen werden trösten und helfen. So wird es werden, wenn nicht in diesen, dann in den nächsten Jahrtausend.
Schulter, hey. Fäuste, Füße! Ja, hast du schon besser
Futter so, Frau Schaf. So, jetzt kommen Sie mal auf mich zu. Zeigen Sie mal Ihre Seele. Ja, bist du da? Bist du nicht da? Ja. Auf der Hüfte aus den Knien, Frau Schaf. Ja, sehr gut. Gratuliere. Auf! Halt sie mal auf! Schlampe. Meine Herren, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, Frau Fischer wird uns heute verlassen. Sie hat eine Stelle gefunden, nicht ganz das geplante, aber tolle Sache. Sie wird nach Kuing Fung gehen. Das ist eine kleine, aber äußerst dynamische Industriestadt in Südkorea. Naja, an der Grenze zu Nordkorea. Nestle investiert dort. Sie wird die Kooperation mit dem Stammhaus übernehmen. Frau Fischer, im Namen der NCC, und da bin ich mir sicher im Namen aller hier, wünsche ich Ihnen für Ihre Karrierefortsetzung alles Gute. Danke, vielen Dank. Ihnen, Frau Leikauf, möchte ich als Erste danken für die effiziente Unterstützung, die ich von Ihnen erfahren durfte. Ihre Tipps, Ihre Warmherzigkeit, Ihr kompetentes Coaching, die ganze Infrastruktur war mir eine große Hilfe. Tja, und zu Ihnen könnte man ja auch kommen, wenn es mal mit dem positiven Denken nicht mehr so klappen wollte. Nun ja, Asien stand ja nie auf meinem Lebensplan, aber ich sehe der neuen Herausforderung mit Freude und Spannung entgegen. Und ich bin jetzt ja auch in einem Alter noch jung, aber nicht mehr ganz, ganz jung. Ah, Frau Fischer! Das ist meine Also, ich will es einfach noch mal wissen. Ja, wunderbar, freue mich. Ja, mein Mann bleibt ja erst mal hier, deshalb muss ich jetzt erst mal meinen Mann stehen. Na dann, passen Sie mal auf. Die Koreaner, das sollen ganz heiße Typen sein. Es gibt ja Telefon. Ich habe mal meine Frau ein Jahr lang per Fax geliebt. Ging wunderbar. Und ich habe frei geliebt, ja. Tja. Herr Zapf, dann auf Wiedersehen und vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank. Und schreiben Sie mir. Mach ich ja. Wiedersehen, Frau Scharf. Oh. Wiedersehen, Frau Fischer. Und passen Sie mit dem Essen auf. Die Essende Hunde und arbeiten. Bin eh Vegetarierin. Jo. Tja, Herr Schuster, dann auch auf Wiedersehen. Und vielleicht klappt es bei Ihnen dann ja auch mal mit einem Job demnächst. Auf Wiedersehen. Ja, Frau Leikauf, will ich mal. Ja, Asien wartet. Ich komme. Ha! Kommst du da? Super. War's das? Ah, Frau Leikauf, ich hätte noch eine Frage. Oh, das ist das ganz gut.